Und somit beginnt es in 3, 2, 1. Ah! Ja, und damit herzlich willkommen. Hab ich mich erschrocken? Herzlich willkommen zurück hier bei World of Warcraft mit freundlichen Hordlern, die wieder auf der Suche sind nach willenlosen Opfern. Hab ich mich erschrocken. Das letzte Mal, als ich mich so erschrocken habe, beziehungsweise als ich niedergemetzelt wurde, das war in der Scherbenwelt. Ja, liebe Leute, willkommen in der Drachenöde. Ein hart umkämpftes Gebiet, so wie es aussieht, ne? Hab ich mich erschrocken. Was für ein wunderbarer Start. Ja, wir sind in der letzten Folge im Hafen von Moakai angekommen. Und helfen den Tuskern hier wieder aus. Und ich habe mich schon gewundert, warum ich jetzt hier mich so weit. Ich sollte aufhören, mir gute Spots für eine Folgeneröffnung zu suchen, wenn ich dann eh nur geraped werde. So, ja. Bevor wir uns heute hier wieder mit den Tuskern beschäftigen, denn in der letzten Folge haben wir gemerkt, dass sie Probleme haben mit den Schneewehen-Häschern, ne? Und die haben wir zuerst die Jungen umgesiedelt und haben aber die anderen ein bisschen ausgemerzt. Dann haben wir noch dem einen Angler da geholfen und das war's dann auch schon wieder. Ne? Das war's dann auch schon wieder. Warte mal kurz gucken. Blackhand, Mace Blackhand. Was für eine wundervolle, ehrenhafte Weise, hier einen Low-Leveler zu töten. Wäre das am Ende der Folge passiert, hätte ich jetzt auch meinen Hordler umgelockt und den sowas von den Arsch aufgerissen. Das glaubt ihr gar nicht, weil das ist richtig. Aber was hat das bitte schön für einen Sinn? Ich weiß gar nicht, welches Level die war. Egal. Sollten wir jetzt einfach mal ignorieren. Genau. Und in der letzten Folge habe ich mich gefragt, ob wir schon im Nexus waren und im Oculus. Das Ding ist, im Nexus, und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wusste ich zu 100%, dass wir da schon mal drin waren. So, und jetzt dachte ich, scheiße, der Oculus. Waren wir da schon drin, liebe Leute? Ja, nein. Ich sage ja. Denn wir haben hier in den Erfolgen, habe ich mal ein bisschen nachgeguckt. Und da steht hier, 18.11.18 waren wir im Oculus und da steht Errungen von Vorkan. So, dann habe ich gedacht, jo, warum ist das andere hier nicht alles aufgeführt, zum Beispiel von dem Nexus? Und dann habe ich gesehen, aha, der Nexus ist auch schon abgeschlossen worden, allerdings am 20.03.2016. Das war mit Klapphaar. Und dann bin ich hier drauf gegangen, da steht da, noch nicht erzielt von Vorkan. Wobei, das ist heroisch. Würde natürlich erklären, warum das noch nicht gezählt hat. Weil wir waren noch nicht im heroischen Modus. Ich wollte gerade sagen, daran habe ich jetzt gerade wirklich nicht gedacht. Warum habe ich das mit Wokka noch nicht geschafft? Wobei ich mir 100% sicher bin, dass wir da schon mal drin waren. Aber wenn es der heroische Modus ist, da war ich noch nie drin. Und deswegen können wir das also auch abhaken. Der Nexus und das Oculus, da waren wir schon überall drin. So, ich habe allerdings es nicht geschafft, mein Zeug zu verkaufen, sehe ich gerade. Hier sind Und ich alle hoffe, dass wir Reiter den an. Hordler jetzt das letzte Mal begegnet sind. Diese Folge wird eine längere Folge. Da möchte ich mal wirklich ein bisschen was schaffen an Quests. Vielleicht schaffen wir sogar das Lager hier, was ich mir nicht vorstellen kann. Müssen wir mal schauen. Auf was ist das denn? König Morimoto, das ist der Wernzug. Achso, der wurde uns ja weggenommen. Schade, stimmt ja. So. Wer die lustige Murloc-Folge verpasst hat, der sollte mal ein paar Folgen zurückgehen. Ich glaube, das war die vorletzte Folge. Das war sehr lustig, muss ich sagen. Ja, Schalaschka. Ja, Schalaschka. Die Zeit ist gekommen, mein Freund. Wir müssen uns um Tuqua kümmern. Ich habe das Fleisch so präpariert, dass das Biest mit Sicherheit kommen wird, sobald ihr den Haken draußen im Wasser mit einem Köder verseht. Folgt einfach der Angelschnur hier und ihr werdet ihn finden. Was auch immer ihr macht, Tuqua darf euch auf keinen Fall verschlingen, Vorkan. Ist der denn so groß, Alter? Mögen eure Ja, Netze. und diese Folge hier nehme ich exakt ein paar Minuten nach der letzten Folge auf. Ich habe ja gesagt, dass ich am Tag, ich lege das jetzt einfach mal neu fest, maximal 2 Folgen aufnehme. Also auch nicht jeden Tag, weil
Die nächste Zeit könnte es etwas schwieriger werden. Und da könnte es sogar sein, dass wir abends mal eine Folge aufnehmen werden. Dann wird es auch mal ein bisschen dunkler hier in WoW. Denn bis jetzt habe ich ja immer so nachmittags die Folgen aufgenommen. Das wird sich bald ändern, glaube ich. Und dann werde ich das wahrscheinlich dann auf abends verschieben müssen. Und abends werde ich dann durch die ganzen Streams und so bestimmt nur eine Folge oder so aufnehmen können. Müssen wir mal schauen, wie das so aussieht. Und ja, das ist die viertletzte Folge für dieses Jahr. Ich erinnere gerne nochmal dran, denn im Dezember, ja, passiert was Schönes, hoffentlich. Wenn nicht, geht es entweder nochmal weiter oder wir machen trotzdem eine kleine WoW-Pause im Dezember. Muss ich mal schauen. So, was wollte ich denn jetzt? Genau, wir wollten das Viech fangen. Ne, der große Erzfeind von unserem Dude hier. Und da werde ich mir erstmal. Also. War. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ne? Muss ich das Fleisch selber da dranhängen? Wieso haben wir das nicht vorher da dran gehangen? Wieso muss ich jetzt ins kalte Wasser steigen und das dranhängen? Ist doch nicht dein Ernst. Wie groß kann der schon sein, ey? Bestimmt nur so ein kleiner Babyfisch, ey. Sieht schon gut aus, das Stück Fleisch da, du. Oh, da ist er. Der mit dem Essen spielt. Ja, ich hoffe, der spielt nicht. Grinsen tut er aber schön, du. Oha. Wie erschrocken, du. Ja, vielleicht reicht schon für ein Thumbnail. Muss ich dann aus dem Video rausholen. Mal schauen. Fische unter Wasser bekämpfen ist immer richtig geil. Sehr schön. Was mich jetzt aber mal interessiert. Der ewige Palast. So sieht das Set aus dem ewigen Palast aus. Ich finde den Umhang ein bisschen kümmerig. Kümmerig, sagt man das so? Aspirant. Den Aspiranten-Skin finde ich ja mal richtig geil. Den finde ich ja mal richtig, richtig geil. Mit meinem Pandan sieht das sogar auch gut aus. Ich bin ja am Überlegen, ob wir so in Valshear-Questen, wenn ich den noch irgendwie zusammenbekomme mit meinem Main. Aber ist schon ganz geil. Ich glaube, hier, den habe ich genau, den habe ich zusammen. Und immer noch mein Ziel. Entweder wahrscheinlich das auf irgendwann auf mythisch zu holen, uns diese Ausrüstung hier, weil finde ich richtig geil, diesen Skin in dieser Ausführung. Aber erstmal sollten wir uns, glaube ich, mit diesem, nee, nicht mit diesem, sondern mit dem Skin da zufriedenstellen. Den werde ich mir holen. Ich habe auch schon die Erbstückmarken, falls wir das irgendwie nicht selber hinbekommen, die zu farmen. Nur für Notfall, ne? Ansonsten, ja. Also, das ist so mein Lieblingsskin bis jetzt. Finde ich ganz geil. Und vielleicht, wenn Vorkant dann endlich Max-Level ist, können wir dann auch in Antorus auf mythisch da durchrennen, um uns diesen Skin da zu verdienen. Weil der ist das oberste Sahnehäubchen quasi. So, jetzt reden wir erstmal mit Tuaka. Ich mache das jetzt einfach mal so. Lasst uns ein Wir wenig freuen uns über plaudern. euren Erfolg, mein junger Freund. Da schwimmt Blut im Wasser und es ist nicht das Blut unseres Feindes. Hä? Klar, ich habe den umgebracht. Klar ist das. Da schwimmt Blut im Wasser. Und es ist. Entschuldigung, es ist das Blut unseres Feindes. Dieser alte Fischer wird euch auf ewig dankbar sein und mit Sicherheit auch alle Kaluak, sobald ich die Neuigkeit verbreitet habe. Hier, ich bestehe darauf. Nehmt bitte etwas als Belohnung. Wie sieht das aus? Ja. Aber hier, da geht zu viel Tempo flöten. Das ziehe ich jetzt nicht an, muss ich sagen. Gute Das ziehe ich nicht Jagd. an. Oh. Es wurde aufgewertet. Es ist trotzdem minus 22 Tempo und der Wert hat sich halt nur verdoppelt. Aber egal. Nehmen wir trotzdem nicht mit. Nehmen wir trotzdem nicht mit. Tempo ist halt unser Main-Attribut und das hat so schon Probleme mit der Trefferchance, jetzt sich gleich zu messen, dadurch, dass ich in der letzten Folge ein bisschen was abgelegt. Was ist nur falsch mit euch? Was ist nur falsch mit euch? Alter, du bist so ein Held, Junge. Und sowas nennt sich Pandare, weißt du?
zweite Mal, dass wir von einem Hordler getötet werden. Das ist halt der Nachteil vom Kriegsmodus. Und dass die sich jetzt irgendwie denken, yo, hol ich mal alle Quests nach, warum auch immer. Der Kriegsmodus hat ein bisschen Leben in das Spiel gebracht, muss ich sagen. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so geil ist. Wo ist der Affe? Wo ist dieses miese Stück Scheiße? Ich sollte am besten nur noch in Verstohlenheit rumrennen. Ich sollte gar nicht mehr frei rumstehen, ne? Der Arme hier. Celestina, ey. Level 74, er ist ja tot. Mann. Also nicht, dass es mich stört. Ich kann die Kriegsmodus jetzt jederzeit ausmachen. Will ich aber nicht. Ne? Will ich einfach nicht. Ich habe noch nie auf einem PvE-Server gespielt in WoW. Also wieso sollte ich jetzt damit anfangen? Werde ich denn sichtbar? Ja, ne? Und schon kommt es statt schlimm noch schlimmer. Es gibt nur noch einen Weg, leider. Logun muss sterben. Er ist der das Alpha-Männchen des Schneewehen-Stamms und ein wirklich übler Wolver. Doch das ist die einzige Möglichkeit, eine kleine Atempause von ihren Angriffen und Raubzügen zu bekommen. Ihr werdet den Reißer des Fleisches vor seiner Hütte am Nordhang der Lichtung finden. Er ist größer als die anderen und schwer zu verfehlen. Tötet ihn und zeichnet euch mit seinem Blut um sowohl eure Überlegenheit als auch euren Respekt zu zeigen. Und wir bekommen einen netten Ring, der uns nichts bringt. Kommt wieder, sobald ihr. Ja, Schaloschka, bin gleich wieder unterwegs, du. Wie hieß der? Was ist mit mir geschehen? Findi! Richtig, richtig ehrenvoller Pandare, muss ich sagen. I love it. Und wo kam der her? Wo kam der her? Der kam, ist der von hier sogar. Alles klar. So. Newbies und Low-Leveler umhauen. Richtig ehrenvolles Leveln. Haut mal ein ehrenvolles Leveln in die Kommentare. Hashtag ehrenvolles Leveln. Wobei, der war schon über unserem Level. So, habe ich denn Mineralsuche aktiviert, weil hier wächst irgendwie gar kein Stein aus dem Boden raus. Da ist der Würmbruttempel im Übrigen. Ach ja, genau, hier geht's ja auch noch. Da ist was. Ist das Saronit oder Kobalt? Saronit oder Kobalt? Es sieht aus wie Kobalt, ja. Egal, nehmen wir alles mit. So, hier. Sicherheitshalber. Sieht dunkel aus, ey. Geil, Alter. So, wo ist er? Da ein gutes Sample einfangen, ne? Dankeschön. Kann ich dich beklauen? Ja, geil, Alter. Los geht's. Schönen buschigen Schwanz hast du. Ah, um den hätte ich mich kümmern sollen. Ich habe auch gar keine. Oh, fuck. Ich habe gar keine. Egal, ich schaffe es auch so. Steht da noch einer am Boden, oder was? Hat er sich verbuggt? So, dann werden wir uns das mal ein bisschen Gift auf die Waffe machen. Und uns mit Blut einreiben. Lecker, lecker. Oh. Jetzt seid ihr nett, oder was? Mal gucken. Nö, die sind nicht nett. Hä? Statt irgendwas von Respekt, ja, wenn ich mich mit dem Blut einschmiere, habe ich Respekt von denen und jetzt ist hier tote Hose, du. Die werden mich trotzdem weiterhin angreifen. Finde ich gut. Vielleicht werden wir heute auch mal Sternrohr aufbrechen. Ich denke mal, so viele Quests gibt es ja gar nicht mehr, oder? Es sei denn, auf einer höheren Rufstufe. Das kann natürlich auch sein. Ich habe leider nicht geschafft, die Daily nochmal zu machen. Weil, wie gesagt, ich am gleichen Tag aufnehme. Erstmal kurz abchecken,
ob hier wieder die ehrenvollen Hurdler unterwegs sind. Sieht gut aus, der liegt immer noch tot dort rum. Ja, man müsste denken, dass man hier safe ist. Ist man aber nicht, ey. Häuptling der Drachenöden Kaluak. Meine Aufmerksamkeit ist euch gewiss. Luguns ehrenhaftes Opfer durch eure Hände ist genau das, was meine Leute brauchen. Jetzt werden wir das Beste mit den Volva machen, die um seinen Platz kämpfen. Das muss reichen. Jetzt werden wir das Beste mit den Volva. Okay. Seid achtsam auf euren Reihen. Der wurde schon wieder aufgewertet. Wieso wird denn hier ständig was aufgewertet? Ist auch neu, oder? Ich geh mal lieber unsichtbar. Ich höre lieber unsichtbar, du. Ja. Beweglichkeit, Ausdauer, Crit bekommen wir dazu. Crit ist unser zweiter Main-Wert, aber da der sowieso momentan höher ist, das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Ich probiere das mal von Anfang an so zu machen, dass ich mir die perfekte Ausrüstung zusammensammle. Im Endgame ist das dann ein bisschen angenehmer. Ich muss auch mal gucken, ob sich mit 8.2 was verändert hat an dem Gut Vorkan. Beziehungsweise am Schurken. Ob das immer noch so ist, dass Tempo der Main-Wert ist, dann Crit, dann Meisterschaft und am Ende dann Vielseitigkeit. Muss ich mir mal schauen, ob die Talente noch so gut sind. Ich glaube ja, bin mir nicht ganz sicher. Sehen. Und ob das hier noch so stimmt, müssen wir mal schauen. Weil ich will den halt so geil wie möglich machen, ne? Muss ich sagen. So, da unten gibt es aber noch eine Quest. Und der... Der Schamane. Ist das da eklige Pant... Nee. Convict Blackhand. Mal gucken, ob der nett ist. Ich probiere das jetzt mal aus, um mal zu gucken, ob... Na? Bist du nett? Bist du nett? Ja? Oder scoutest du, du? Ach ne, der nimmt. Okay, gut. Toloa. Torlu, der Mystiker. Lasst uns ein wenig plaudern. Wurken, seitdem die Erde bebte und sich auftat, haben wir nichts mehr von unseren Leuten in Indule gehört. Habt ihr schon einmal versucht, mit Hilfe einer Mission etwas in Erfahrung zu bringen? Ich meine, dass Loguns Bezwinger auch dazu imstande wäre. Ich werde euch einen besonderen Weihrauch geben, den ihr dann in meine Kohlepfanne streuen müsst. Atmet seine Dämpfe tief ein und euer Geist wird emporgehoben werden. Auf diese Weise könnt ihr herausfinden, was sich in Indule ereignet hat. Solange euer Geist frei dahin schwebt, werde ich durch eure Augen blicken können. Okay. Will ich das in deine Pfanne werfen? Wo ist denn deine Pfanne? Das ist ein Krebs, aber keine Pfanne. Ach, hier. Ja, dann machen wir das mal, ne? Rein da. Spirituelle Eingebung. Wo ist denn das besagte Dorf? Es muss ja hier an der Küste sein. Ihr habt erfolgreich euren Geist befreit. Ihr könnt als mein Auge einen Zusammenhang sehen. Meine, was? Zusammen gehen wir der Sache auf den Grund. Ich kann nichts lenken, ne? Ist schon wieder GG. Aber wenigstens kann ich fliegen. Ihr bewegt euch nun auf das Dorf zu. Haltet eure Augen offen. Okay. Was ist mit dem Seebett passiert? Seltsame Kräfte entweichen daraus. Nein, nein, meine Leute sind alle tot. Alle tote Geister oder verstört. Oha. Ältester Manaloa, die Statue dort, sieht euch. Dies ist ein gutes Zeichen.
Kommt zurück, Wokan. Verlasst ihr euren Körper zu lange, so riskiert ihr nicht zurückkehren zu können. Wir haben viel zu bereden. Oha. Okay, gut, dann geht's hier doch noch ein bisschen weiter. Wo ist mein Körper? Ach so, okay. Ich werde euch anhören. Geister und dahingestammelter Unsinn? Das kann nicht sein. Mein Volk, der Mystiker ist kurz davor zusammenzubrechen. Als euer Geist durch das Dorf flog, spürte ich, dass der älteste Manalua euch bemerkte. Wokan, er möchte mit euch sprechen. Steinältesten gelten bei uns als Quell uralter Weisheiten und werden deswegen verehrt. Der Älteste muss helfen wollen. Ihr findet ihn in der nordwestlichen Ecke des Dorfes. Kommt wieder. Okay, dann machen wir aber erstmal nochmal die Quest hier von dem Angler. Das ist wahrscheinlich der Angler, oder? Ne, das ist nicht der Angler, das ist ein anderer. Das sind für Fische. Schon imperialer Manta-Rochen. Die klingen mächtig, die Fische. Gucken, was man mit denen machen kann. Pygmäen-Schiffshalter. Halter. Okay, ich dachte, das sind Handwerkswörter. Okay, ja gut. Ja, meine Berufe müsste ich auch mal wieder ein bisschen aufpolieren. So, Tuakea. Eure Gesellschaft ist willkommen. Wegen all der Probleme habe ich alle meine Gehilfen verloren. Ich wollte nur einmal fragen, ob ihr mir vielleicht helfen könnt. Ich habe überall hier im Wasser meine Krabbenfallen aufgestellt. Könntet ihr sie mir zurückbringen? Ich bin zu alt für so etwas und die See kann sehr gefährlich sein. Hier bitte, nehmt diesen Atmungssack. Er wird euch mit Luft versorgen, solange ihr dort unten seid. Seid alles klar, erstmal abtauchen. Tschüss. Der Atmungssack. Gut, dann kann ich meinen Fisch auch auspacken. Dann sind wir wieder ein bisschen schneller unterwegs. Einmal, ne? Er hat gesagt, er will uns einmal um Hilfe bitten. Sprich, rein theoretisch hat er auch nur eine Quest für uns. Ich denke richtig um den Atmungssack? Nö, ne? Ach, weil Schier wird lustig, ey, sag ich euch. Da riecht es die ganze Zeit nach nasser Hund. Und was erwartet uns nach Nordend? Gibt es auch verschiedene Gebiete, aber in Kataklysm habe ich auch nur bis jetzt eine Qual Schier gequestet, muss ich ja sagen, ne? Das wird auch nochmal eine völlig neue Erfahrung. Was ist das? Eine Blüte? Eine tote Schildkröte? Geil. Kann ich nicht interagieren. Wachsen hier Möhren? Ist das... Nee, ist ein Seestern. Wollte gerade sagen, wachsen hier etwa Möhren hier unten? Ich will doch erklären, warum die Schildkröte so scharf darauf ist. So, zwei brauchen wir noch. Ich würde gerne erstmal die Quest mit dem Fischer hier abschließen, bevor wir uns dann wieder in das Dorf aufmachen. Und uns um die Verfluchten kümmern. Gehen wir nicht auf den als ob der... Wieso kommt der raus aus seinem... War das Gift oder was? Egal, kühles Fleisch können wir mal gebrauchen. Ich glaube, damit kocht man hier, ne? Ein Nordend.
denn jetzt? Okay. Nee, das Eiskrone. 1000 Winter, okay. Och, meine Herren. Stößchen. Geh mal nicht auf den Senkel, ey. Was ich jetzt nicht alles für meinen Haken tun würde, ne? Was ich nicht alles für meinen Haken tun würde. Genau, so viele Questlager gibt's hier gar nicht, ne? Okay, feste Vordragon. Ist das auch noch nicht? Das Kristallsangwald. Feste Wintergarde. Dort verschlägt es uns auch. Das wird wahrscheinlich unser letzter Questpunkt sein, würde ich mal so sagen. Wo geht's überhaupt nach der Drachenöde hin? Nach der Drachenöde geht's in die Grizzly-Hügel. Sehr schön. Da waren wir ja schon angrenzenderweise, sage ich jetzt einfach mal. Die wollten ja von Festung Valgarde, die wollten ja Richtung Grizzly-Hügel ziehen. Da sehen wir vielleicht bekannte Gesichter wieder. Das Gebiet ist ja noch kleiner als die Drachenöde. Die Drachenöde ist eigentlich relativ groß, ne? Drachenöde ist eigentlich relativ groß. Finde ich interessant. Standest du nicht gerade... Okay. Wer ist es, der da spricht? Wie viele Krabben habt ihr denn mitgebracht? 8. Ich bin nur ein einfacher Fallensteller. Die Welt steht plötzlich Kopf. Es ergibt einfach keinen Sinn. Ich hoffe, dass ihr es wieder richten könnt. Natürlich. Mögen eure Netze immer voll sein. Alter, danke. Mögen auch deine Netze immer voll sein. Ja, ich würde sagen, mit der nächsten Quest... sind wir dann auch schon auf respektvoll bei denen. Da brauche ich dann gar nicht mehr so viel für die Dailies machen. Ja, ein bisschen Höhe gewinnen. Mit Ärzten sieht es hier wirklich nicht so gut aus, ne? Wenn ich mal wieder mit so einem Geist reden, mit so einem Stein reden da. Ist natürlich die Frage, kann ich die beklauen? Das geht tatsächlich wieder. Aber so wie es aussieht, sind das denn... Doch, man kann durchschauen. Ich glaube, die sind nur verdorben, oder? Das sind doch keine Geister. Kann ich mir nicht vorstellen. Hauptsache betäuben kann ich die nicht. Ich habe euch erwartet, Wurgen. Ich sah, wie euer Geist vorbeiflog und spürte den Blick des Mystikers in euren Augen. Euer Schicksal und das der Kaluak sind nun eins. Der geheiligte Boden der Elfen im Westen wurde aufgerissen. Nun fließt ihre magische Energie über das Land und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Die Versuche des blauen Drachenschwarms, die Magie zu kontrollieren, stellen eine Gefahr für die Seelen der Kaluak dar. Die Energie kam aus den Tiefen des Sees. Für die meisten Dorfbewohner brachte sie den plötzlichen Tod und die Überlebenden trieb sie in den Wahnsinn. Wurkan, ihr müsst diese Geister von ihrer Qual erlösen, damit sie ihre Reise fortsetzen können. Lasst die Wahnsinnigen jedoch in Frieden. Vielleicht werden sie eines Tages wieder zu Verstand kommen. Erlöst insgesamt 15 Geister von Indule, egal ob Fischer, Mystiker oder Krieger, und kehrt anschließend zum ältesten Manaluk. Egal ob... Der ist nur verstört, ne? Der ist nur verstört. Aber das ist ein... Das ist... Der Dude ist noch... Der ist ein Geist. Okay, ist doch ein Geist. Dann habe ich nichts gesagt. Genau, die gestörten, die verstörten soll ich in Ruhe lassen. Wobei, rein theoretisch könnte ich doch eine WoW-Marke kaufen und die dann meinem Pandaren schicken, weil die WoW-Marke ist doch accountgebunden, oder? War das nicht so? Da könnten wir doch Geld machen.
Wobei die WoW-Marke. Kann ich die denn dann weiterverkaufen? Ach, keine Ahnung. Ja, müssen wir mal sehen. Aber erstmal müssen wir überhaupt Geld erreichen. Ich meine, wir haben momentan 8500 Gold. Das ist jetzt nicht so die Welt. Ich glaube, so eine WoW-Marke, die pendelt sich immer zwischen 170.000 und 180.000 ein. Manchmal auch so 200.000, aber das ist dann eher in den seltenen Fällen. So, wie viel brauchen wir noch? 10, okay. Wenn wir einmal hier durchmarschieren. In den See müssen wir bestimmt auch noch abtauchen. Bestimmt hier das Ding versiegeln oder so. Wie die sich da immer hinsetzen und dann erst umfallen. Finde ich gut. Der Fischer von Indule. Indule. Entschuldigung nochmal für jeden Namen, den ich hier falsch ausspreche. Das mache ich nicht mit Absicht. Ah, so viel Froststoff. Den können wir gut verkaufen. Ich meine, Verbände können wir damit jetzt nicht mehr so herstellen. So, Riesennetze, du. Da sind gleich zwei von denen. Vielleicht sollte ich auch manchmal ignorieren, das Gold zu stehlen. Ich glaube, da verprasse ich schon relativ viel Zeit. Und ob das jetzt überhaupt schon Sinn macht. Ich meine, die geben ja nicht mehr irgendwelche Kisten oder so. Das kitzelt. Ach ne, ist ein Verrückter. Gut, dann machen wir ein bisschen weiter. Ich kann sowieso. Das Problem ist, wenn ich mehrere pulle, kann ich sowieso nicht so intensiv Gruppenkämpfe bestreiten. Weil ich kein AOE-Damage mache. Also außer das hier. Mehr AOE habe ich aber nicht. Also rein vom Logischen her, ne? Wenn ich welche bestehle, dann bekomme ich ja Silber. Müssten die dann nicht eigentlich auch dieses Silber droppen, wenn ich die töte? Weil das haben die ja dabei. Wisst ihr, was ich meine? Ob das jetzt überhaupt so schlau ist, wirklich auf Taschendiebstahl zu gehen? So, 3 brauche ich noch, ne? Wo der hier ist. Ja, dann geht das ein bisschen fixer, ne? Früher oder später müssen wir eh wieder in ein Gebiet, wo wir haufenweise Gruppenkämpfe bestehen müssen. Weil die da aus jeder Ecke gerannt kommen. Und so geht es doch ein bisschen schneller. Ich denke mal, das ist auch angenehmer für euch. Wenn wir nicht so viel mitnehmen. Zumindest was Taschendiebstahl und so betrifft. So. Jetzt sind die doch bestimmt wieder gespawnt. Okay, der eine zumindest. Oh. Ein Urtum. So, moin.
Nicht unbedingt die angenehmste Aufgabe, doch eine notwendige und gnadenvolle. Da wäre noch eine andere Sache, die ihr für die Kaluag erledigen müsst und zu deren Erfüllung ihr bestimmt seid. Ja, weißt du, redet dem halt ein, dass der bestimmt für die Sache ist und dann wird euch schon helfen. Ein Schwert, was es natürlich nichts bringt, weil wir auf Dolche sind, aber egal. Die Meeresgöttin Oacha Noa muss befragt werden. Nur sie wird wissen, welches Schicksal die Kaluag erwarten wird. Wisset auch, dass nur die Perle der Tiefe sie aus dem trüben Abyssal hervorlocken wird, kann. Vor der Südwestküste befindet sich die Salzzinne und auf ihr der Altar, auf dem auch die Perle liegt. Nehmt am Altar mit Oacha Noa Verbindung auf und sie wird mit Sicherheit eurem Ruf folgen. Tut, was sie verlangt, sonst werdet ihr ihren Zorn auf euch ziehen und damit auch das Ende der aller Tusker einläuten. Ja, Gott sei Dank stehe ich jetzt hier nicht unter Druck, ein gesamtes Volk auszulöschen, ne? Kehrt wieder zu Mystiker zurück, falls ihr überleben solltet. Ja, du bist ja zuversichtlich. Für die Spezialisierung Gesetzlosigkeit. Das ist schön, dass es das jetzt auch anzeigt. Ja, dann werden wir uns mal aufmachen, ne? Ich gehe dazu mit Zuversicht ran. Warum ist der Junge verwirrt? Was ist los mit dir? Okay. Mit Elfen. Es sind dann die Elfen gemeint, die in Sternruhe rumwandeln. Wenn die dafür verantwortlich sind, ne? Und dann soll ich denen auch noch helfen. Ja, hol da die Waldfee, du. Ah, hier so ein Ding wird unter Wasser sein, schätze ich mal. Ich kann mal durchfliegen. Passiert nichts. Okay. Oh Gott. Und sicherheitshalber, ne? Sicherheitshalber. So, bin ich ja gespannt. Ja. Ne? Oh, oh. Ach du heilige Scheiße. Kleiner Vorkam, warum ruft ihr nach mir? Arbeitet mit den Trollen dieser Länder. Was? Arbeitet ihr mit den Trollen dieser Länder? Seid ihr gekommen, um mich zu töten und meine Kräfte für euch zu beanspruchen? Ich spüre Unsicherheit in euch und vermag nicht zu sagen, auf welcher Seite ihr steht. Wenn ihr meine Weissagung wünscht, so müsst ihr euch zunächst beweisen. Ich werde euch mit einem leichten Zwang belegen. Springt vor mir in die Tiefe, sodass ihr euch in meinem Element befindet, um mir so eure Unterwürfigkeit zu beweisen. Ihr mögt Zwängen unterliegen, doch die Wahl und somit der letzte Schritt, bevor ihr springt. Ihr habt 20 Sekunden mal. Euch zu entscheiden. Wie 20 Sekunden uns zu entscheiden. Okay, rein ins Wasser. Die schaue ich doch so um. Hallo? Hallo? Nun, Vokan, ihr seid also untätig geblieben. Die Prophezeiung wird nicht an euch weitergegeben. Kommt erst wieder, wenn ihr euch. Willst du mich verarschen? Ich bin hier in das Wasser gesprungen. Bist du blind? Oder einfach nur doof? Fucking Naga, ey. Ist 100% auch so ein Naga-Auswucherung, Alter. Okay, nochmal. Meine Fresse, ey. Dauert es wieder 100 Jahre.
Kuckuck. Ich werde euch mit einem leichten Zwang belegen. Springt vor mir in die Tiefe, sodass ihr euch in meinem Element befindet. Alles klar. Los geht's, Alter. Gut gemacht, Vokan. Der Respekt, den ihr gezeigt habt, wurde zur Kenntnis genommen. Ich habe Informationen für euch, dass ihr den Kalorg und überbringen müsst. Einfach gesagt, müsst ihr den Tusker erzählen, dass sie nicht weglaufen können. Falls sie es tun, werden ihre Geister vom Bösen, die sich im Nordend erheben, zerstört werden. Sagt dem Mystiker, dass sein Volk standhalten und neben der Horde und der Allianz gegen die Truppen von Maligos und dem Lichtkönig kämpfen wird. Nun schwimmt mit dem vor mir gewählten Wissen zurück. Tut für sie, was ihr könnt, Worgen. Okay. Interessantes Gespräch. Sehr gut, jetzt haben wir also das erste Volk rekrutiert, mit dem wir gegen Arthas kämpfen werden. Das ist doch auch schön. Seta und hier tun sich Horde und Allianz auch quasi wieder zusammen. Auch wenn der eine Boss, ne, in der Zitadelle, in der Frost, in der, ach meine Fresse, ich komme gerade nicht auf den Namen. In der Frostzitadelle, nee. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Der Frost, ich weiß nicht, Frostzitadelle? Ihr wisst schon. Der eine Boss ist ja quasi die gegnerische Fraktion, ja, okay. Aber letzten Endes haben beide Parteien gegen die Armeen des Lichtkönigs gekämpft. So. Fehlt euch etwas? Nö, alles da, du. Ihr habt mit Oachanor gesprochen. Nun, wenn es der Wille ist, dass wir uns mit eurem Volk verbünden sollen, dann soll es so sein. Ältester Koani wird dies als unser Schicksal akzeptieren, ob zum Guten oder Schlechten. Mein Volk glaubt, dass alle Seelen eins mit der Magie der Welt sind. Wir müssen die blauen Drachen davon abhalten, die Magie zu kontrollieren, oder wir sind verloren. Ich hätte niemals gedacht, dass jemals ein Wogen der Held der Kaluak sein würde. Doch ihr habt das Gegenteil bewiesen. Im Namen meines Volkes will ich mich bei euch bedanken, Vokan. Mögen eure Netze gerne, ne? Immer voll sein. Sehr gut. Was Oachanor haben wir jetzt, ne? Um 1000 hat sich das schon verbessert. Ja, dann sind wir jetzt hier fertig, ne? So wie die Sache aussieht. Ja, und ich weiß halt nicht, ob es jetzt Sinn macht, schon in Sternruhe anzufangen. Vielleicht werde ich jetzt die restliche Zeit, ich meine jetzt im regulären Zeitfenster, nutzen, um die Map aufzudecken, beziehungsweise um ein paar Erze zu farmen, um zu gucken, ob es da überhaupt Seronit gibt. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge in Sternruhe wieder. Das macht jetzt einfach keinen Sinn, dort ein neues Questlager anzufangen. Wisst ihr, was ich meine? Oh. Der Azur-Drachenschrein. Seht das jetzt einfach mal als Ausblick, was euch so in den nächsten Folgen erwartet, denn das wird wieder sehr, sehr geil, so wie das hier aussieht. Der Würmruh-Tempel wird auch in der nächsten Erweiterung noch eine sehr große Rolle spielen. So, hier haben wir einen kleinen Wald. So wie das aussieht, herrschen hier ein paar höhere Temperaturen. Das sieht doch schön aus. Hier gibt es auch noch eine Quest. Oh, lol. Wer liegt denn hier? Isera! Ja, lol. Schön. Isera wartet also auch auf uns. Das ist ja mal richtig geil. Oh, da gibt's Erz.
So, weiter geht's. Oha. Kriegsfahrt des Ansturms. Oh. Was ist denn das für eine Fraktion? Das ist aber nicht die Horde. Nicht die Allianz sozusagen quasi. Oha, die haben hier einen richtig Neuherdweiler. Richtige Festung haben die hier, du. So, was grenzt denn überhaupt daneben? Die Grizzly-Hügel, ja, das passt doch. Wunderbar, da habe ich es dann nicht so weit. Können wir das noch schön aufdecken. Hier sieht es wieder nach der vergessene Strand. Ich wollte gerade sagen, hier sieht es wieder sehr untot aus. Den kann ich dann wahrscheinlich nicht... Okay, den müssen wir dann so machen. Ich muss ja auch noch die Endcard quasi aufnehmen, wo ich immer über das jeweilige Gebiet fliege, in dem wir uns gerade befinden. Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt hier schon mal schaue, wo der perfekte Punkt eigentlich dazu ist. Also ich denke mal hier so oder von links nach rechts werde ich fliegen, weil das macht am meisten Sinn, finde ich. Das macht am meisten Sinn und der Würmbruttempel soll auf jeden Fall zu sehen sein. So. Das haben wir jetzt aufgedeckt. Vielleicht kann ich auch noch gleich den Erfolg bekommen. Das wäre nämlich sehr nice. Die Düsterhöhen. Irgendwas greift mich doch wieder an. Das sehe ich doch schon. Aber hier gibt es schon wieder... Ach, du hast mich verfolgt. So. Ach, hier gibt es auch wieder die. Die treiben sich also überall rum. So, da sind die Grizzly-Hügel. Schon mal ein kleiner Sneak Peek. Sieht aus, genau, das ist das Lager der Horde hier anscheinend. Oh, das sieht nach Allianz aus. Das ist ja auch lustig. So, hier ist der Übergang. Vielleicht hole ich mir auch gleich den Flugpunkt. Ist das nicht Naxxramas? Es ist doch Naxxramas. Ja, nice. Das ist hier in dem Gebiet. Oha. Oha. Sehr denkster. Schön. Ich glaube, ich weiß, was wir dann hier am Ende des Gebietes machen werden, ne? Vielleicht kann ich das schon mit Denkster vorher aufnehmen. Das wäre super. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Ja, Naxxramas, meine Damen und Herren. Ist nicht so storyrelevant, ne? Aber vielleicht bekommen wir ein paar Quests raus. Hier ist nochmal so ein Ding. Was ist das jetzt? Ah, jetzt sind wir schon im Zutrag. Okay. Sorry. So. Was ist denn das hier jetzt mal? So, hier unten gibt es auch eine Quest. Von dem Kreuzritter Valus. Die Lichtwarte. Okay. Ich glaube, das wird das interessanteste Gebiet, in dem wir bis jetzt waren. Also im Nordend, ne? Von der Boreanischen Tundra und vom Heulenden Fjord gesehen. Guck doch mal, wie geil das hier aussieht. Holy shit, Alter. Da gibt's wieder Erz. Kann das sein, dass hier alle Drachen vertreten sind? Holy shit. M
Was war das denn? Vor allem ist es Sandsturm, das ist... Also die Falten da. LOL. Holy shit, Alter. Achso, wir wollten ja mal in der Festung da vorbeischauen. Feste Windgarde. Wintergarde. Vielleicht wird das auch jetzt so zur Tradition, ne? Dass wir in den ersten Folgen von dem neuen Gebiet am Ende mal so ein bisschen rumfliegen, um einfach mal zu sehen, was uns so erwartet. So ein kleiner Sneak Peek, sage ich jetzt mal, auf das Gebiet. Ohne Höhle, da gibt es bestimmt auch wieder viele Erze. Wo ist eine feste Wintergarde? Hier oben drauf oder am Bergfuß quasi? Ne, hier oben drauf. So halb. Mit schönem Ausblick auf Naxxramas. Das finde ich gut. So, holen wir uns mal den Flugpunkt. Sehr gut. Was steht denn hier? Greifenkommandant Urik. Der Urik ist ja auch mit am Start. Viertelblitz. Wimbren, genau, bei dem müssen wir uns dann melden. Aber wir decken erstmal das Gebiet auf. Wie gesagt, ich glaube, da das hier auch in der Nähe von Naxxramas ist, werden wir das wirklich am Ende machen. Und ich bin da echt gespannt, du. Da wird uns der Denkser wieder durch Naxxramas führen, vielleicht. Also mal schauen, ob er Termin frei hat in seinem WoW-Touristenführer-Beruf. Aber schöne Landschaft auf jeden Fall. Da sieht man sogar Dalaran. Das ist ja lustig. So. Unten gibt es auch noch eine Quest. Eine Schneise. So wie das aussieht. Oha. Hier darfst du nicht husten, du. Da fällt alles ein. So kommt es einem zumindest vor. Die Kristallschlucht, genau. Und dieser Pfad führt uns dann nach Dalaran. Ich frage mich allerdings, wie man nach Dalaran überhaupt kommt. Mit dem Flugmeister, ja. Aber kommt man denn irgendwie von unten nach oben? Ist da irgendwie ein Portal oder so? Was haben wir denn hier? Ach, schon wieder Goblins. Geil. Da wird wieder lustig, du. So, dann sind wir schon fast fertig hier mit unserem Rundflug. Genau, hier in der Mitte ist ja auch noch so eine grüne Schlucht. Also nicht hier, ne? Hier liegen überall riesengroße Skelette von... Warte mal, den... Den hole ich mir, du. Den hole ich mir vielleicht doch nicht. Oder? Ungültiges Ziel. Ob das jetzt so schlau war oder ob ich mir jetzt mein Todesurteil zusammengebaut habe. Also seht schon, die Gegner werden hier wirklich stärker. Die haben ein bisschen was auf mich geworfen und ich bin fast RIP. Für 4 Kobalterze. Was tut man nicht alles? Weg hier. Ah! Wird lustig hier. Hier werden wir oft sterben. So. Ja, Entschuldigung, da werde ich jetzt einfach mal da hochfliegen noch. Und dann hätten wir ja eigentlich alles aufgedeckt fast, ne? Und Eisbär. Ah, genau, hier geht's dann wahrscheinlich nach. Ja, Eiskrone. Ja, Eiskrone, das Endgebiet hier, meine Damen und Herren. Hier befindet sich also der Eingang und die letzte Bastion der Allianz vor Eiskrone. Wie das Ganze aussieht. Ja, hier schön bewacht, ne? Kommt halt nicht jeder rein in dem Club. Ja? Ist auch schön. Ist wie die Mauer in Game of Thrones. Einmal die Mauer hier langgezogen, du. So. Und dann nur noch ein Punkt, den wir aufdecken können und dann war's das. Liebe Leute, hier den Flugpunkt hole ich mir auch gleich mal. Kann ja nicht schaden. So. Alter, ach ja, hier, das hat... Oh Gott. Stimmt, das ist ja auch noch hier. Also wir haben Eis, wir haben eine Wüste, wir haben ein Wälder,
hier in Drachenöde. Und wir haben jetzt auch noch hier so ein brennendes Gebiet. Also holy shit, das ist das wandelbarste Gebiet, was wir hier überhaupt in diesem Projekt jemals betreten haben. Schöne Sache. Schöne Sache. Finde ich gut, du. Finde ich wunderbar. So. Und was haben wir hier? Die Bastion der Horde, so wie das aussieht, glaube ich. Genau. Hier war die Bastion der Horde. Und den Erfolg habe ich nicht bekommen. Da fehlt was. Da fehlt noch was. Wir fliegen jetzt einfach mal nochmal zu dem grünen Gebiet da. Wo fehlt denn hier was? Ich habe doch eigentlich alles aufgedeckt. Oder fehlt da tatsächlich nur noch das grüne Gebiet, weil wir da noch gar nicht waren? Weil das gehört ja eigentlich noch mit dazu. Der Rubindrachenschrein. Holy moly, guckt euch das an. Wie geil sieht das hier bitte aus, ey. Schön. Ja, damit hätten wir alles aufgedeckt. Zum Teil müssen wir wahrscheinlich hier auch noch ein bisschen... Oder? Weiß ich gar nicht, wo hier noch was fehlt. Muss ich mal schauen, den Erfolg werden wir dann auf jeden Fall... Entweder werde ich den durch Zufall jetzt noch machen, weil ich hier irgendwo vorbeifliege. Oder... Oh, das ist doch... Das ist... Hallo, nicht angreifen. ja, das ist doch wirklich eine starke Aussicht. Zum Ende dieser Folge. Liebe Leute, das war die zweite Folge in der Drachenöde. Wir werden uns in der nächsten Folge in Sternenruh wiedersehen. Da hat uns ja die äußerst nette Blutelfin hingeschickt in der letzten Folge. Und da werden wir mal sehen, was die da so von uns verlangen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, falls ihr jetzt noch mehr WoW sehen wollt, dann könnt ihr natürlich die gesamte Playlist angucken von Vorkan, wenn ihr das noch nicht getan habt und euch interessiert, wie wir zu diesem Zeitpunkt jetzt, wie wir hier überhaupt hingekommen sind. Und ansonsten gibt's auch noch ein paar WoW-Streamchen von meinem Main-Klapper. Auf der Hortler-Seite gibt es sie auch noch auf YouTube zu finden. Muss ich mal schauen. Vielleicht kann ich das auch irgendwie unten mal mit rein verlinken. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei Vorkan und World of Warcraft. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche. Bis dahin, haut rein und tschüss.